Frank ist eingeschlafen. Ja gut, Frank schläft öfters mal. Er ist vorhin auch eingeschlafen. Ja, so ist halt Frank, ne? Der gute Frank. Frank the Tank. So. Jetzt bauen sie dir hier schön alles zusammen. Genau. Gut. Strom, die Grundlage jeden modernen Lebens. Jetzt haben sie schon wieder Hunger. Ach wie, da muss einer drin laufen? Ja, das ist ein Manual, also manueller Stromgenerator. Aber warum ist das letzte nicht gebaut? Weil sie noch nicht fertig geworden sind heute. Ah ja. Jetzt ist wieder Abend. Ach so. Ja, wenigstens haben wir jetzt einen Schlafplatz. Ja. Macht das eigentlich mehr Sinn, es gerade zu machen? Ja. Also macht es mehr Sinn, wenn ich das hier so mache? Dann müssen sie zumindest nicht mehr jedes Mal das Ding runterklettern, den Weg. Guck, was der da an Bergsteigeraktionen machen muss, nur um aufs Klo zu gehen. Was ist mit dem da oben los? Der ist müde. Eieiei. Ja, es ist Nacht, was erwartest du? Alles. Ganzen Tag Batterien gebaut. Und der Weg zum Klo ist die Hölle. Ja, kann ich auch nichts dafür. Wie gesagt, vielleicht solltest du da noch einen Shortcut bauen. Ja, dass sie schneller zum Klo können. Ja, und du hast ein ganz, ganz großes Problem. Was denn? Der Sauerstoff zieht zwar in deinen Raum rein, aber er wird weniger. Ja, also in deinem Schlafraum dürfte der schlechteste Sauerstoff herrschen. Du kannst ja mal oben rechts auf das, rechts? Rechts, ach so, rechts. Die Overlays. Da ist ein Sauerstoff-Overlay. Overlay, ja. Ja. Ja, es ist kein guter Sauerstoff da. Ja, weil der Raum halt am weitesten weg von allem ist. Und da zieht halt dann durch die Tür natürlich der Sauerstoff rein. Und den atmen sie dann halt weg. Laivo macht wieder das Bett sauber. So, der eine macht Strom. Was macht Frank? Frank geht aufs Klo. Nee, der Reinigungsklo. Ja, muss auch sein. Wir wollen ja hier nicht, dass nachher irgendwelche Keime hier überleben. Na, jetzt baut er hier ab. Warum bauen die mir nicht meinen letzten Generator? Meine letzte Batterie? Alles gleich priorisiert. Jetzt, da Laivo fertig ist mit Betten sauber machen, kann Laivo auch eine Batterie bauen. Der passt zu dir, der hält alles sauber. Jeder sollte einen Laivo haben. Brauch auch einen Laivo bei mir zu Hause. Hast du? Du hast deinen Staubsaugerroboter. Ja, den kann ich aber leider nicht Laivo nehmen. Warum nicht? Weil ich ihn dann nicht mehr mit Alexa ansprechen kann. Ah. Aber dann könntest du ihn mit Laivo ansprechen. Das ist richtig. Okay, und dann meintest du, ich soll hier einen Shortcut bauen, also hier runter. Du musst nicht mal abgraben, du kannst einfach direkt die Leitern setzen, dann bauen die das halt ab und ersetzen es dann durch Leitern. Okay, also so. Ah, ich will noch eins runter. Und dann baue ich hier so ab. Laivo macht auch die letzte Batterie voll. Jetzt ist halt die Frage, wofür möchtest du deine Batterien benutzen? Ja, ich brauche einen Sauerstoffgenerator. Genau, und den solltest du jetzt brauchen. Ja, dann baue ich den nochmal hier hin. Oder hier. Kann.
Kannst du hinbauen, wohin immer du möchtest. Kann ich sogar hier hinbauen? Ja. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Jetzt musst du bloß mit Kabeln verbinden. Ja, das ist Power. Power, Kabel. Kabel. So. Verbunden. Ah, die bauen jetzt diese komischen Sachen da ab. 10,34 die Stunde, putze, koche, ist kein Problem. Verlockendes Angebot, Leibu. Ich wollte gerade sagen. Komm darauf zurück, falls ich irgendwann ein bekannter YouTuber werde. Also 10,34 geht eigentlich total. So. Ja, jetzt bauen die aber erst ab. Die sollen natürlich wieder dran bauen. Digga. So, was hab ich denn noch? Storage. Ah, das ist dieses Ding da, oder? Nee. Nee, das sind Lagerkisten. Da kannst du alle Items, die jetzt so wahllos in der Gegend rumliegen, drin lagern. Ja, dann sollen die das mal hier unten machen. Am besten da, wo du noch was bauen willst, weil in den Lagerkisten ist ja dann das Material dafür. Stimmt. Dann wollen wir mal gucken, was ich noch bauen will. Essen. Was stehe ich? Damit kann ich Essen produzieren. Damit kannst du ja Mikroben vermixen, um basisches Essen zu bauen. Ja, dann bauen wir das hier auch beim Strom. Alles in der Derzeit hast du aber noch keinen Mangel an Essen. Also bauen wir das noch nicht. Gut. Plumping. Was habe ich da noch? Pitcher Plump. Damit kannst du Wasser auspumpen. Oh, das bräuchte ich dann, wenn ich da drüben bin. Weil da ist so viel Wasser. Ja. Wasser fließt auch. Also wenn du durch die Wand brichst, dann fließt das Wasser dir in die Bude. Oh. Und wie pumpe ich das ab? Immer von oben an Wasser ran. Okay. Oh, mein Sauerstoffdings da wird immer kleiner. Mhm. Das unten ist sogar fast ganz weg. Leute, ich müsste dann gucken, wo ich mehr Sauerstoff habe. Oh, hier ist ja überall Wasser. Wasser ist gut. Warum ist denn Sachen rosa und grün? Fahr mit der Maus drüber und sei nicht so hektisch, dann sagt dir das Spiel das ganz selber. Sand. Progen. Wasserstoff. Chlorine. Auch Chlorine. Okay. Das ist Gas, was nicht gut ist, Chlor. Ah. War doof. Da ist Oxygen drin. Ja, aber du hast jetzt einen Sauerstoffgenerator. Der verbraucht Algen und produziert der Sauerstoff. Ja, dafür müsste ich aber Algen produzieren. Alles Grüne, was du hier hast, sind Algen. Ah. Du hast derzeit 4 Tonnen Algen. Siehst du das? Siehst du das? Oben rechts. Da sind deine. Da steht organisch und wenn du organisch dann ausklappst. Okay. Okay. Du kannst ausklappen, dann steht da genau, wie viel Algen du hast. Bedeutet, ich muss dann irgendwann die ganzen Algen hier noch aufnehmen. Es gibt auch Forschungsstationen. Mit denen kannst du noch andere Wege, Sauerstoff zu entwickeln. Ja, erstmal. Jetzt mit dieser Pumpe komme ich an dieses Ding daran, oder was? Das kannst du von oben in Wasser setzen und dann können die da. Das ist so eine Handpumpe. Wie bei so einem Bodenbrunnen. Kann sich einer hinstellen und kann das auspumpen. Okay, das Problem ist, aber dann würde ich noch mehr Raum aufnehmen. Korrekt. Oh, da irgendwas passiert hier. Ja, drück mal drauf. Und jetzt unten Choose a Blueprint. Oh, ich kann wieder. Da kannst du dir nämlich jetzt Sachen ausdrucken. Okay, ich kann mir einen Kerl ausdrucken, ich kann einen Hatchling. Was kann denn der Hatchling? Das ist dieses Vieh, was bei dir auch schon wohnt, glaube ich, bloß in klein. Okay. Care Package.
irgendwelchen Samen für irgendwas. Nee, nee, das, ja, das sind die Briar Seeds, das sind Pflanzensamen. Okay. Was brauche ich Pflanzen? Wenn du was anbauen willst, zum Beispiel. Also Futter meinst du? Ja. Na, ich könnte mir aber erstmal noch Machinery oder Digging. Eigentlich wäre Digging gut, weil ich muss ja noch viel mehr diggen. Willst du ihn umbenennen oder soll er weiterhin Camille heißen? Nennen sie Bunny. Die hüpft wie so ein Bunny durch die Gegend. Okay, dann ausdrucken. Die braucht aber jetzt ein Bett. Stimmt. Zum Glück habe ich da noch ein Blatt. Nee, habe ich nicht. Aber du kannst in die Wand reinbauen, das ist gar kein Problem. Dann ersetzen sie es. Okay. Ja, dann will ich aber... Was macht die denn jetzt da hinten in der Ecke? Die wurde da ausgedruckt. Ja, dann darf die mir jetzt hier eine Leiter bauen. War bis hierhin. Nee, eins zu viel. Verdammt. Das ist eins zu viel. Nein. Cancel. Warum macht die denn selbst nichts? Geht einfach nur rum. Ich hab sie sich noch nicht eingelebt, oder? Haben die hier von Grund auf keinen Tagesplan mehr? Guck mal bitte in den Schedule. Nee, die hat auch einen ganz normalen Tagesplan. Sehr merkwürdig. Du kannst da neue Tagespläne einfügen. Vielleicht will die nicht. Keine Ahnung, aber irgendwie... Was hat der denn mit seiner Zunge immer? Das Zeug, was die haben, schmeckt kacke. Oh. Tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Vielleicht brauchst du noch eine zweite Toilette, du hast bisher nur eine. Ja. So? Oder eins oben drüber? Es würde funktionieren, glaube ich. So. Also die wollten noch eine zweite Toilette, okay. Na dann. Ist das hier die Dixie-Klo-Abteilung? Das Problem ist halt, vier Leute, eine Toilette, das mag eigentlich niemand. Ist okay. Jetzt erstmal alle knacken wieder. Ja, ne, ist nur gekommen, um zu schlafen. Und zu fressen. Ich glaube, der hat nicht mal was gegessen. Sollte man Schlafzimmer. Ne, sollte man Sauerstoff nicht ins Schlafzimmer. Ich könnte ja jetzt mal gucken, wie das jetzt aussieht hier. Ja, jetzt sieht doch gut aus. Außer bei der Dame. Ja gut, da zieht er halt schlecht rein, da zieht er halt als letztes rein, aber. Das geht noch. So, was war da unten drunter? Hier war Vakuum. Ja, das ist natürlich nicht gut. Da ist halt keine Luft drin. Bedeutet, wenn ich da jetzt eine Treppe runterbaue, damit man da runterkommt, verliere ich meinen Sauerstoff. Weil ich könnte da unten ja auch wieder einen Sauerstoffgenerator einmachen. Dein Sauerstoff zieht hier rein. Du machst hier jetzt konstant neuen Sauerstoff. Ja. Also was mein Plan ist, ist, ich mache jetzt hier eine Treppe reinsetzen, die hier runter geht. Okay. Und würde dann da unten halt nochmal Strom erzeugen. Und okay. Sauerstoff. Aber warum baust du jetzt da runter, nur um dort Sauerstoff zu haben? Ich hab dann einfach nochmal mehr Raum, um irgendwas zu bauen. Du hast doch so schon eine ganze Menge unbenutzten Raum. Na gut, dann mach mal irgendwas. Benutz erstmal deinen Raum. Material ist kostbar. Beispiel zwischen dem Portal und dem Schlafzimmer. Ja, da hast du perfekt Platz für zum Beispiel eine Forschungsstation. Ja, erstmal will ich aber hier das Wasser ab. Will
das hier hinfahren. Dafür müssen sie aber erstmal oben reinkommen. Die brauchen zwei Felder Platz, um zu laufen. Also, das bedeutet, ich muss ihnen erstmal hier Digging geben. Genau. So, ah ne, das nicht. Machen sie mir meine Luft kaputt. Aber warte mal, die Treppe geht glaube ich nicht hoch genug, oder? Doch, die können von da aus darüber. Okay.